Gut vernetzt ist die AfD leider auch in der Münsteraner Reichsbürgerszene. Und ja, die gibt es. Menschen mit Umsturzfantasien und teilweise im Waffenbesitz positionieren sich hier gegen eine Meinungsdiktatur und angebliche Unterdrückung und fordern eine Rückkehr zum deutschen Kaiserreich aus dem 19. Jahrhundert. Widerlich! Für die Nachwuchsrechten ist ebenfalls bereits gesorgt. Mit dezentralen Lerngruppen halten ReichsbürgerInnen ihre Kinder aus der Schule fern und unterrichten sich stattdessen mit Themen wie der wahren Geschichte und klären über angeblich staatliche Lügen auf. C, G, Amol, F. Wir schreiben hier einen Song auf der Bühne gerade. Wir sind Maxi und Wave von den Schwurbelbusters. Wir setzen uns kritisch mit der verschwörungsideologischen und rechten Szene in Münster auseinander. Also mit Menschen, die sich irgendeinen Müll ausdenken, ihn als Fakt darstellen und dann dazu ihr eigenes Handeln machen. Zu diesen Leuten gehören auch die Mitglieder der AfD Münster. Als einziger Großstadt in Deutschland haben wir hier in Münster das Privileg, dass unsere AfD es nicht über die 5%-Hürde geschafft hat. Bei der NRW-Landtagswahl vor einem Jahr hat die AfD selbst angekündigt, hier in der Region keine Wahlplakate mehr aufzuhängen. Begründet wurde das mit Umweltschutz. Stattdessen ist man mehrmals mit einem Flugzeug und einem Werbewander über Münster geflogen. Das zeigt eigentlich ganz gut, welchen Stellenwert sie hier hat und wie sie selbst zu Fakten wie dem Klimawandel steht. Ein Problem gibt es mit der AfD Münster dennoch. Sie existiert. Wir erzählen heute deshalb ein bisschen über dessen lokalen Tätigkeiten. Im Juni 2022 veranstaltete sie zusammen mit Lucreta einen sogenannten Frauenkongress, bei dem es allerdings nicht um überholte Frauenbilder ging, sondern darum, Frauen als schutzbedürftige Personen darzustellen, die man vor bösen Leuten aus dem Ausland schützen müsse. Im September 2022 war der antifeministische sogenannte 1000-Kreuze-Marsch, der jährlich stattfindet und dabei auch schon oft von AfD-Mitgliedern begleitet wurde. Beladen mit ca. 80 Kreuzen liefen fundamentalistische Personen durch die Stadt und forderten ein Abtreibungsverbot. Berufen haben sie sich hier auf angeblich christliche Grundwerte. Widerlich! Hunderte demonstrierten dagegen und auch kirchliche VertreterInnen positionierten sich offen gegen die AfD und andere FundamentalistInnen. Gut vernetzt ist die AfD leider auch in der Münsteraner Reichsbürgerszene. Und ja, die gibt es. Menschen mit Umsturzfantasien und teilweise im Waffenbesitz positionieren sich hier gegen eine Meinungsdiktatur und angebliche Unterdrückung und fordern eine Rückkehr zum deutschen Kaiserreich aus dem 19. Jahrhundert. Widerlich! Für die Nachwuchsrechten ist ebenfalls bereits gesorgt. Mit dezentralen Lerngruppen halten ReichsbürgerInnen ihre Kinder aus der Schule fern und unterrichten sich stattdessen mit Themen wie der wahren Geschichte und klären über angeblich staatliche Lügen auf. Laut eigenen Angaben haben an dieser kollektiven Schulverweigerung in Münster ca. 100 Kinder teilgenommen. Der Einstieg in diese Parallelgesellschaft sind die sogenannten Montagsspaziergänge, die im letzten Jahr wöchentlich in Münster stattfanden. In Anlehnung an die Montagsdemonstrationen in der DDR ging es dort schon immer darum, seine Ablehnung gegenüber dem Staat zum Ausdruck zu bringen. Weitere historische Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Eine Zeit lang hieß es, es ginge bei diesen Demos um Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Doch mittlerweile ist klar, dass dort rechtsextreme Redner einen aus dem Reichsbürgermilieu zu Wort kommen und dabei von rechten Verschwörungsgläubigen begleitet werden. Auch wenn diese Spinnereien von der Presse weitestgehend ignoriert werden, haben die Westfälischen Nachrichten noch zwei Artikel dazu rausgebracht. Mit den Titeln »Der Protest am Montag ändert sich« und »Protest im Sinne der Reichsbürger«. Bei den sogenannten Montagsspaziergängen sind Schilder ganz normal, auf denen »Stürzt die Regierung« steht, »Ein Staat ohne Alliierte« gefordert wird, man vor Chemtrails warnt, den Rundfunk als manipulatives Staatsfernsehen bezeichnet und sich pro Putin positioniert. Antisemitismus, Rassismus und Holocaust-Verharmlosungen sind dort ebenfalls keine Seltenheit. Wieso fühlt sich die AfD dort nur so wohl? Das Tolle an Lokalpolitik ist, dass sie überschaubar und greifbar ist. Bei der bundesweiten AfD müsste man viel Recherchearbeit betreiben, um behaupten zu können, dass jedes AfD-Mitglied rechtsextrem ein Nazi oder ein Reichsbürger ist. Und vielleicht würde man da sogar ein, zwei Ausnahmen finden. Bei der lokalen AfD ist das allerdings anders. Da reichen ein paar Social-Media-Profile, um sich ein umfangreiches Bild zu schaffen. Einige dieser Accounts gehören zum Beispiel Richard Mohn, Helmut Birke, Frank Kümmeling, Jens Kellmer, Michael Jahn und Karl-Heinz Kramer. Die Namen sind öffentlich einsehbar. Wenn man denen folgt, erhält man ähnliche Verschwörungserzählungen wie bei den Montagsspaziergängen. Und darüber hinaus auch noch Witze über Minderheiten, Queerfeindlichkeit, Klimawandelleugnung und Versuche, andere Parteien zu diffamieren. Von diesen Posts gibt es viel zu viele. Um mal ein paar Beispiele zu nehmen, habe ich mir gestern Abend ein paar der aktuellsten rausgepickt, die ich nun vorstellen werde. Karl-Heinz Kramer postete gestern ein unlustiges Meme, in dem angeblich Deutschland, die USA, Putin, die Klitschkos und Zelensky für einen Oscar nominiert werden sollten. Damit knüpft er an eine Verschwörungserzählung an, die besagt, dass unser komplettes politisches Geschehen nur ein Schauspiel sei und wir in Wirklichkeit von einer geheimen Großmacht regiert werden würden. Je nach Erzählung wird das oft einer jüdischen Großfamilie zugeschrieben. Richard Mohl teilte vor zwei Wochen einen Post mit dem Titel »Diskussion über ein Böllerverbot ist Ablenkung. Wir haben ein Integrationsproblem.« Damit teilte er nochmal die rassistische AfD-Erzählung, dass alle Menschen mit Migrationshintergrund Kriminelle seien. Leider hat dieser Typ einen Sitz in unserem Stadtrat. Dort fiel er auch schon auf, weil er zum Beispiel während einer Rede aufgestanden ist, um Deutschland zuerst zu rufen. Widerlich! Der letzte Post von Helmut Birke war eine Rede vom Faschisten Björn Höcke, in dem es um die Wende 2.0 ging, also eine Revolution gegen unsere aktuelle Regierung, die er als Regime bezeichnet. Ein solcher Post verwundert nicht bei jemandem wie Birke, der vor ein paar Monaten noch auf einem Sommerfest mit der NPD und der Identitären Bewegung war. Natürlich hat die AfD auch noch einen offiziellen Parteiaccount. Nach den Reichsbürger-Razzien letzten Monat reagierte die AfD Münster über ihren Instagram-Account mit einem lustigen Meme. Es ging dort um einen angeblich laufenden Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Bundesrepublik Deutschland sowie dessen vermeintliche Verluste wie die der Meinungsfreiheit. Ähnliche Verharmlosungen der Reichsbürgerszene folgten auf den Privataccounts der AfD-Mitglieder. Bei einer derart offenen Solidarisierung mit einer rechten Terrorgruppe kann ich nicht verstehen, wie manche Leute die AfD noch als demokratisch, geschweige denn als wählbar empfinden können. Abschließend würde ich über die AfD noch sagen, dass sie ein aus der Zeit gefallener, rechtsextremer Haufen Müll ist, der sich Selbstfreiheit zuspricht, aber anderen nicht gönnt. Deswegen freue ich mich, dass heute so viele Menschen gekommen sind, um dagegen ein Zeichen zu setzen. So, und da ich gerade schon auf der Bühne stehe, würde ich mir ganz gerne noch eine Werbung erlauben. Ich habe ja erzählt, dass es eine Reichsbürgerszene in Münster gibt. Die ist im letzten Jahr jede Woche montags durch Münster marschiert. Nach der Winterpause letzte Woche mussten sie feststellen, dass ihre Teilnehmerzahlen deutlich abgenommen haben. Deswegen werden sie ab jetzt
nur noch jeden ersten Montag im Monat die Straßen verstopfen. Dementsprechend werden am Montag, dem 6.2.2023, zum ersten Mal wieder Rechtsextreme in ihrem neuen Format durch die Stadt laufen. Da ich nicht möchte, dass sie das fortsetzen, würde ich mich über einen großen Gegenprotest freuen. Genauso wie die Veranstaltung heute, wird der Gegenprotest auch wieder vom Bündnis Keinen Meter den Nazis organisiert. Wir von den Schwurbelbusters werden euch bis dahin ein bisschen zurecht Münster vorbereiten und dann davon erzählen. Also kommt vorbei, Montag, der 6.2.2023 um 17.30 Uhr am Michaelisplatz. Also direkt hier um die Ecke, auch an dem Brunnen, auf dem Weg zum Domplatz. Ja, danke. Damit würde ich sagen, zurück an die Moderation.